Für die erste Überbrückung haben wir hier dann einen gehabt, der mit dem auch immer wieder, da gibt es auch noch eine separate Geschichte zu, da wo auch viel Ware weggekommen ist, 30 Kilo glaube ich sind dann weggekommen und das passende Bargeld dafür, der hat die komplett abgezogen, der Kurier. Naja, letztendlich, der lebt immer noch hier in Osnabrück, ist so ein Riese, Choleriker. Ich mag den gerne, aber es ist ein Choleriker. Und ja, der hat damals halt viel mit Kilos. Also, da, wie gesagt, da konntest du eben, was ich vorhin über Holly sagte, eben auch auf 10 Kilo mal zugreifen, auf 15 oder so. Vielleicht auch noch den gleichen Tag mit viel Glück. Das kriegt noch eine andere Dimension. Auch mit meinem Alten hängt das dann noch mal zusammen, weil, wie gesagt, Geld und Ware ist weggekommen, aber viel Geld von uns dabei. Von meinem Vater waren über 100.000 Mark dabei. Von mir waren 55.000 oder 60.000 Mark dabei. Also aus meinem Geschäft. Ne? Das war jetzt nur der Alte und ich kriegen schon fast 200.000 Mark, die plötzlich weg sind. So Geld, was er gekriegt hat für unsere Ware. Naja, auf jeden Fall bin ich über Holly auch an den Kollerang gekommen. Und der hat immer wieder, wir haben uns immer wieder ausgeholfen. Er war ungefähr gleiches, nicht ganz gleiches Level. Der war noch ein bisschen, also der hatte noch ein bisschen mehr Kapazität auch wie ich. Ungefähr das Doppelte, nehme ich an, zu der Zeit, doppelte, vielleicht dreifache an Kapazität. Also als ich den kennengelernt habe, ich muss dazu sagen, von dieser 500 Mark und die Platte hat es 3 Monate gedauert, habe ich 30.000 Mark gehabt. Von dieser Übergabe, von dieser Ware und der Platte und dem Geld. Als er hatte gesagt, zeig, was du kannst. Okay, und habe ich direkt angezogen und nach 3 Monaten, 90 Tage, hatte ich 30.000 Mark. Und damit, das war so der erste Einkauf, das erste Einkaufsgeld, das nach Holland gebracht worden ist. Ich habe fürs Gramm genommen, ich glaube, so bei 7 Mark, 7 Mark 50, 8 Mark, also im Kilo, ne? Oder bei halbe Kilo 8 Mark, so ungefähr. Halbe Kilo 8 Mark, 7 Mark 50 fürs Ganze. Und wenn du 5 nimmst, also kriegst du für 7. Ab 5 ist dann wieder die nächste Stufe. Aber 5 Kilo Kunden hatte ich derzeit nicht. Aber genügend Jungs, die innerhalb von 2 Tagen ein halbes Kilo oder ein Kilo durchdrücken. In kleinen Mengen, 50 Gramm, 20 Gramm, 100 Grammweise. So. Die 20, 30 Jungs haben, die warten immer. Und ich war immer, ich habe das immer, das Geschäft funktioniert bei mir immer auf einer sehr freundschaftlichen Basis. Ich komme zum Kunden nach Hause, stelle ihm das Kilo hin, nehme aus meiner eigenen Rauchtüte das gleiche Weed, was ich ihm gerade hingestellt habe, und nehme ich eine Handvoll raus und mache eine Mischung für 4 Kippen, mit 4 Kippen oder so, rauche mir einen Bong und hau rein. Und seine ganzen Kumpels, die dann gleich kommen werden, nachdem das Geschäft gelaufen ist, die freuen sich immer schon auf die Mischungsschale. Das ist für alle umsonst, der Junge, das tut ihm nicht weh. Das ist nicht aus seinem Sack, das kostet ihm kein Geld. Die Jungs kommen, alle kommen eben jetzt an seine Kunden und von dem rauchen. Ich habe eine 5-6-Gramm-Mischung gemacht. So, und lass die liegen einfach dann auch. Das ist Standard bei mir gewesen. Das ist die Scheibe Wurst vom Metzger unten drauf. Kennst du die? Freuen sich immer. Alle sind am Strahlen, wenn die Scheibe kommt. Die Scheibe Wurst, Kinderwurst. Und genauso ist das so, wenn du 5 Gramm einfach geschenkt kriegst. Hier, für dich und deine Jungs könnt ihr wegrauchen. So. Und das gehört dann einfach auch dazu, irgendwie, zu dem Spiel. Das macht das Geldverdienen ganz einfach. Auf einer sehr entspannten Ebene. Ist mir schon klar, das könnte auch mein Untergang sein. Jeder einzelne von denen, weil dem funktioniert halt nicht alleine. Wir haben eine Straftat begangen und wenn er sich selbst belastet, das hatten wir schon. Ja. 500 Mark und 94 Gramm Polle, die ich noch mal ungefähr für 8 Mark das Gramm verkauft habe. So, also ich hatte etwas über 1000 Mark plötzlich, die ich zum Einkaufen hatte und so hat das angefangen. So habe ich dann, der Holly hat mir dann auch immer schon für einen Kilokurs, auch wenn ich kein Kilo kaufen konnte, aber ganz sicher war, okay, ey, der holt das in den nächsten 3, 4 Tagen, holt er das ab, das ganze Kilo, aber er kann jetzt nur erstmal so und so viel bezahlen. Ja, okay, komm, hat einen Kilokurs gemacht, dieser Kolle hat einen Kilokurs, die waren dicke miteinander, Holly und er. Hat er ihm einen Kilokurs gemacht, hat gesagt, komm, dann nimm du das mit, dir gebe ich das auf Kombi, den Typen kenne ich, der kannte mich halt noch nicht so richtig, ne? So, kenne ich noch nicht. Und am Anfang mochte er mich, glaube ich, auch nicht, bin mir aber nicht ganz sicher. Letztendlich ist es so gelaufen, dass ich auf dem Kilokurs einkaufen konnte, auf dem Kilokurs, aber nicht das ganze Kilo direkt gekauft habe.
sondern in einer Woche. In den 5, 6, 7 Tagen war das weg dann. Und es war so eine freundschaftliche Geste von jemandem, der es nicht nötig hat. So, gar nicht. Alter, was soll ich das eine Woche hier rumstehen lassen und tapp mir jeden Tag, gehe an den Sack bei und wieg dir was ab. Merkst du es noch? Lass den Sack, wie er ist und nimm ihn mit. Am besten, weißt du, bezahl ihn und nimm ihn mit, aber nerv mich doch nicht. 4-mal in eine Tüte, außerdem, wenn der Bunker leer ist, lass ich bestimmt nicht da das 3/4 Kilo da stehen. So, wenn ich da eben noch 50 Kilo liegen hatte oder so, oder 30. Und dass der Rest sein soll, wenn der Bunker dann ansonsten leer ist. Bis in 4, 5, 6, 7 Tagen wieder. Dann lässt er das bestimmt nicht da stehen. So. Ja gut, und das war halt so eine Geste, der hat mich unterstützt. Holly hat ihn das so verkauft. Alter, das geht schon und so. Und der verkauft gut, wirst du sehen, plopp und bla. Wir machen 2, 3, 4 Runden so, dann hat er sein Geld raus und dann bezahlt er das Kilo. Und in 8 Wochen holt er 5 Kilo. Und genau so ist es gelaufen. Einfach durch diese Starthilfe, auch von diesen beiden Starthilfen, muss ich sagen. Deshalb ist eine Kombination von beiden. Einmal das neu erworbene Finanzielle, also das heißt schon das Geld, plus das Kleinkram, was ich schon hatte, irgendwie ein paar Hunderter vielleicht. Ja, und plus die Unterstützung, ich kriege Kilokurs von allerfeinster Ware. Richtig gute Holland-Qualität. 3 Monate, 30.000 Mark Mainz. Davon habe ich den ersten großen Holland-Einkauf finanziert. Dann. Größeren. Also liegt bei 6 Kilo. Ja.